Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück, mein Freund. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei Let's Play Rise of the Tomb Raider mit mir, dem alten Kaffeeonkel. Marco, übrigens mein Name. Kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, wir warten bloß auf... Auf was? Keine Ahnung, auf was die warten. Wir sollen irgendwo da hoch, wir sollen zum Turm, was auch immer. Kann ich hier noch was einsammeln? Nein, kann ich nicht. Doch, da kann ich noch was einsammeln. Ja, wie gesagt, die Passage mit dem Typ da, mit seinem mobilen hier, genau hier war's, ja. Oh, was haben wir hier? Holz, Holz. Mit seinem mobilen Grill da, der uns grillen wollte und aus uns einen Braten machen und die Lara verspeisen. Ich hasse die Stelle, ohne Witze. Ich könnte, ey, da ist da... Sorry. Ich weiß auch nicht, ob ich es geschnitten habe oder nicht. Auf jeden Fall ist es super nervig. Ohne Witz. Und am Ende war es dann die Rabiadi-Tour, die uns weitergeholfen hat. So wie es wahrscheinlich eigentlich nicht vorgesehen ist. Aber was ist schon vorgesehen im Leben? Nichts. Oder alles. Oder wie auch immer. Da haben wir noch was zum Einsacken. Munition für die Shotgun. Laras neuer Freund heißt Shotgun. Wo ist sie denn, die Shotgun? Da ist sie, die Shotgun. Lade nach. Lade nach. Gibt's nichts zum Nachladen. Gut. Brauchen wir nicht. Gut. Ja, wo gehen wir hin? Wo müssen wir hin? Da gehen wir hin. Alles klar, rennen wir weiter. Wie gesagt, ich werde ein bisschen die Story einfach, weil ich hab's ja eigentlich irgendwie auch schon mal gespielt und ne, und weißt er, ja, ist ja gut, aber wie komme ich da hin? Alter, wie komme ich da hin? Einfach rüber? Oh, Moment, halt. Hier, brauchen wir ganz dringend. Ich versuch's, aber Gott, tut das weh. Was ist das da für ein Grafikfehler? Das sieht so komisch. Siehst du da an dem Baum? Warte mal. Ja, jetzt ist es weg. Moment. Jetzt wieder. Siehst du die Matrix da? An dem Baum? Na, diese... Da sind noch mehr drin. Komische... Oh Gott. Hä? Naja. Egal. Komm ich da... Wie komme ich da hin? Ich soll da hin, aber wie komme ich da hin? Da komme ich wieder nicht hoch, oder? Ich kann sie fühlen. Die Leine steckt sehr tief. Ich bin bereit. Autsch. Nee. Okay. Ja, da habe ich aber die Ausrüstung nicht. Basislager. Gut. Okay. Halt. Erst sammeln wir das hier ein. Sehr schön. Ich wünschte, du könntest diese Aussicht sehen, Lara. Die Grabungsstätte sieht am frühen Abend so schön aus, wenn die letzten Sonnenstrahlen das Werk harter Arbeit beleuchten. Dann werden die Lagerfeuer entzündet und der Geruch von Grillfleisch zieht durch das Camp. Es hieß, es sei Meerschweinchen. Ich lehnte ab. Roth aß zwei. Vielleicht nehme ich dich nächstes Mal mit. Wie lief die Geschichtsarbeit? Das sind meine schönsten Erinnerungen, Dad. Mit dir bei den Grabungsstätten. Besonders, wenn ich ein eigenes kleines Feld zum Graben bekam. Das war schön. Das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. In der Arbeit hatte ich eine Eins. Sind wir hier? Vollautomatische Schrotflinte, die das jüngste Gericht ankündigt. Die macht aber wenig Schaden, ne? Die macht ein bisschen wenig Schaden. Ja, Schaden erhöhen ist immer gut. Nachladegeschwindigkeit ist auch gut. Ich
nehme Schaden. Uns klarer Fall. Schaden. Immer Schaden. Jetzt macht die noch weniger Schaden. Gut. Und wir haben Fähigkeiten. Sehr schön, ich habe das jetzt mal nebenher gemacht, ne? Also, ist klar. Wir sollten auch mal wirklich... Wenn ihr von uns schneller effekt... Das ist auch nicht schlecht. Kommt ihr nämlich mit? Das alles andere habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Das kommt dann später. Gut. Sind wir wieder ein bisschen ausgerüstet und so weiter. Upgegradet, was auch immer. Weiter geht's. Meine lieben Freunde, da müssen wir hin. Okay. Da haben wir noch was zum... Guck mal hier. Können wir noch was... Oh. Karte, ach. Na toll. Weißt du, Karte. Ich dachte, Wunder war's. Irgendwie, und dann... Karte. Monolith. Scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. So, so. Haben wir da irgendwie was? Naja, egal. Was soll das? Gehen wir mal hier lang. Hier gibt's nichts. Sehr schön, wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen die Story wirklich fokussieren. Passt vielleicht nicht so unbedingt ganz so zu Tomb Raider. Ja, ich werde... Das heißt auch nicht, dass ich mich gar nicht umgucke. Ja, das Grab. Ich war ja schon mal in einem Grab, konnte ich nicht machen. Da unten ist kein Grab, oder? Da hinten ist ein Grab. Guck mal da. Sollen wir da mal reingucken? Oder zumindest könnte das eins sein. Oder auch nicht. Vielleicht ja auch nicht. Nee, hier komme ich nicht durch. Okay, komme ich hier irgendwo durch? Auch nicht. Nee. Ah, ich glaube, da sind wir am Anfang hergekommen. Keine Ahnung, Grab oder nicht Grab. Wird mir das angezeigt, das Grab? Hm, das könnte eins sein, ja? Man weiß es nicht. Die kann ich nicht mitnehmen. Die sind mal wieder voll, was ich gut finde. Rüber da. Komm schon. Wow. Aua. Das Kette können wehtun. Da ist nochmal glatt gegen die Wand geklatscht. Was haben wir hier? Na. Cool. Haben wir wenigstens das gefunden. Auch nicht schlecht. Komme ich da hoch? Komme ich. Sehr schön. Ja! Na also, geht doch, komm schon. Hoch da. Okay, was wird uns wohl hier erwarten? Schreiten wir zur Tat? Mit der Schrot in der Hand, meine lieben Freunde, schreiten wir durch diese Türe. Okay. Was ist das? Äpfel? Okay. Der Vogel ist auch im Tiefflug unterwegs, oder? Jacob, Alter. Das ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Katakomben. Na gut. Katakomben. Jo. Wie war das? Brücken sind nur... Eine Brücke ist sowieso nur ein Provisorium oder so ähnlich war doch das. Alter, da hoch. Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Dann ist es vielleicht ein Grab. Nasses Grab. Wow! Alter, Alter!
Okay. Ein nasses Grab, dann wenn schon. Vielleicht nimmst du den hier. Ist vielleicht besser. Na komm. Jawohl. Na komm. Hoch da. Kletter, kletter, kletter. Ich will dieses Teil ha- Nein. 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 Ich will nicht. Sehr schön. Oha. Arschgesichter. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Na, hoffentlich. Na gut. Zu spät für was auch immer. Oh oh. Oh oh. Bisher mache ich keine Gegner aus. Kann ich irgendwas ausmachen? Nee. Oh. Iha. Moment, da liegt doch was. Muni, kann ich nicht mitnehmen. Warum auch immer. Shit happens. Scheiße. Nicht gut, nicht gut. Oh Gott, nein. Oh Gott, ja. Scheiße. Mach auf das Ding. Komm schon. Jawohl. Die Kreaturen dieses Tals waren uns einst unbekannt. Aber jetzt sind sie ebenso unsere Brüder und Schwestern wie jeder Blutsverwandte. Ihr könnt viel über die Kreaturen des Tals von den Jägern lernen, aber für sie ist der Tod von Wert. Wir müssen auch die Geschenke unserer Brüder erkennen, wenn sie noch leben. In den Nestern der Vögel findet ihr Federn, die die Pfeilmacher gebrauchen können. Bittet um das, was ihr braucht. Das Tal gibt es euch. Okay. Danach werde ich... Was? Achso, das war ja schon das Ding. Aber ich glaube, munitionsmäßig könnte es besser aussehen, ne? Ja, ich würde gerne mal... Was haben wir hier noch? Und nochmal so ein Ding. Unsere Vorfahren kamen auf der Flucht aus Byzanz hierher. Sie durchwanderten eine Wildnis, die sie fast umbrachte, aber sie überlebten und fanden dieses Tal. Und wie ehrten sie dieses Geschenk Gottes? Indem sie den Bergen Steine entrissen und ein neues Reich erbauten. Ein höhnisches Abbild dessen, was sie fast vernichtet hätte. Aber wie beim Turmbau zu Babel hielt Gott es für angebracht, uns Demut zu lehren. Wir lernten, auf das Land zu hören und wurden Hüter statt Eroberer. Dafür zeigte das Land uns seine Geheimnisse. Ihr müsst nur zuhören. Okay. Jo. Ich weiß doch nicht, wenn das in so einer Situation noch Nerven hat, sowas zu lesen. Vor allem, warum liegt da überhaupt ein Buch rum? Eine Reliquienkiste. Sie wurde verwendet, um Reliquien der Heiligen aufzubewahren. Zum Beispiel Zähne, Finger oder sogar den ganzen Kopf. Scheint eine Reliquie des Propheten zu sein. Sie ist leer. Ach, das war schon der Zusatz hin vor Dingens, was auch immer. Nun gut, ne? Also ja gut, ist natürlich klar. Oh, hier, ach, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, dass es sowas hier auch noch gibt. Naja, gut, meine Güte. Wo muss ich denn hin? Ach so, falscher Knopf. Da muss ich hin. Ich denke mal, wir werden auch durchkommen. Nicht alles finden. Erlacht sie! Nicht schießen! Ein verfehlt. Ab jetzt sei gründlicher. Gut.
Wie ist unser Status? Sieht sauber aus hier. Team 4 sucht im Tunnel nach einer Spur des Atlas. Ausschwärmen und Bereich durchkämmen. Alles töten, was dich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn's geht. Wir müssen Munition. Nicht wahr? Ihr Penners. Da hinten ist, glaube ich, nochmal. Oh. Ha. Das sind ein paar. Die Frage ist ja, kann ich die nacheinander heimlich still und leise ausschalten, meine Freunde? Schaffen wir das? Wo will der hin? Die bewegen sich aber nicht sehr. Das finde ich nicht gut. Na komm, verzieh dich. Ich war zu langsam. Lauf mal wieder darüber. Ja, ja, beweg dich mal schön darüber. Willst du mich verarschen? Junge. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Alter Schwede. Es hieß durchkämmt alles. Ich sehe nichts, dass sie da irgendwas kämmen. Also durchkämmen. Nicht mal ihre Haare kämmen die. Die stehen da nur dumm rum. Das ist eine Arbeitsmoral hier. Hier wohl wahr sein. Alter. Gibt's doch wohl nicht. Hi! Durchsuch das Gebiet. Brauchst du nicht lange suchen. Ha! Oh oh. Wow! Ich muss erstmal irgendwie eine Deckung finden. Arschgesichter! Fuck! Okay. Alter Schwede. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Erlegt sie! Nicht schießen! Na super. Ausschwärmen und Bereich durchkämmen. Alles töten, was sich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn's geht. Wir müssen Munition sparen. Wir werden angegriffen! Feind gedeckt! Wieso lebt er noch? Arschgesicht! Runter! 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 Verflucht! Verdammt mich! Verflucht! Na komm her! Nein! Nein! Muss die in dem Moment nachladen, ganz ehrlich. Nicht schießen! Arschgesichter! Ausschwärmen und Bereich durchkämmen. Alles töten, was sich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn's geht. Wir müssen Munition sparen. Angriff! Wir werden angegriffen! Ausschwärmen! Haltet die Augen offen! Oh oh. Oh oh. Arsch. Oh
Komm schon! Arschgesicht! Fuck! Lara! Die sind aber auch überall, hey! Das gibt's doch nicht! Arsch! Wo ist der? Wo ist er? Nein! Nein! Fuck! Das war der letzte Schuss. Gibt's doch nicht, oder? Den kann ich nicht looten. Den kann ich looten. Alter, du hast aber auch kaum Deckung, weißt du? Den kann ich looten. Den kann ich looten. Nein, dich will ich nicht looten. Schmeiß weg. Schmeiß weg. Ah, schmeiß einfach weg. Mann. Alter. Gibt's doch nicht. Muni. Sehr schön. Weißt du? Immer der letzte Schuss, du. Kann doch nicht wahr sein. Hier kann ich nichts mitnehmen. Pfeile. Ja, gut. Munition, Schrot ist ein bisschen... Könnte mehr sein. Oh, was haben wir hier? Ah ja, okay. Ja, meine lieben Freunde, ob uns da noch mehr Gegner erwarten oder auch nicht. Und wie das weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ja, bis dahin, have a nice day. Ciao, ciao.